finanzieren. Es ist eine Spendebox für meine Familie in Kasachstan. Da ist schon einiges zusammengekommen. Bei uns ist Sitte, dass wir uns bei einem liebenden Menschen mit deinem Kuss bedanken. So eine Hochzeit, das ist ein Riesenschritt. Der sollte dich glücklich machen und nicht unglücklich. Ich kann es kaum erwarten, dass du morgen endlich meine Frau wirst. Du wirst uns bald alle ständig mit Pillen versorgen. Sonst stecke ich den Bullen, dass du mit Pillen dealst. Checkst du's nicht? Ich verkaufe keine Pillen mehr. Nie mehr. Willst du wirklich, dass ich den Bullen einen Tipp gebe? Hör mal, du hast für 700 Öcken Pillen verkauft. Klarer Fall von Dealerei. Ich frag mich nur, was deine Eltern dazu sagen. Wär's dann nicht einfach viel entspannter, wenn du in Ruhe Pillen nachlieferst und dabei auch noch Kohle einsteckst? Aber ich hab keine Pillen mehr. Dann besorg mir welche. Mit dem Job im Krankenhaus ist das Einfachste auf der Welt. Spinnst du? Die gibt's nur auf Rezept. Die sind weggeschlossen. Da kommen nur Ärzte ran. Deine Stiefmutter? Klau ihren Schlüssel zum Giftschrank. Dreh irgendwas. Mir doch scheißegal. Ich soll den Patienten Bücher vorlesen oder vorbeibringen. Ich komm da nicht ran. Check was ab. Bis heute Abend will ich von dir wissen, dass du was klar machen kannst. Sonst können deine Eltern dich vom nächsten Polizeirevier abholen. Alles okay? Alles okay. Morgen ist es endlich soweit. Vorausgesetzt, du willst immer noch Frau Beriside. Ich liebe dich. Und ich werde dich immer lieben. Ich liebe dich auch, Tarek. Du bist mein Leben. Wie oft habe ich das eigentlich schon zu dir gesagt? Habe ich nicht mitgezählt. Oh oh. Die Hochzeitseinladung, das Essen. Ich muss noch mal los. Ich liebe dich. Fuck! Uhr. Ich hab's nicht gepackt. Ich hätte ihm total wehgetan. Jetzt heiratest du ihn, obwohl du so einen Horror vorhast. Hey, Tarek ist kein Horror für mich. Naja. Jedenfalls ist er nicht mehr sauer auf dich, dass du einen anderen auf deinem Junggesellenabschied geküsst hast. Ja. Er hat gecheckt, dass er mich verliert, wenn er mich so einhängt. Und warum will er dich dann trotzdem unbedingt heiraten? Weil ich es auch will. Ich heirate morgen. Ja. Ja. Ich weiß doch gar nicht, was ich anziehen soll. Du hast echt überhaupt noch gar keinen Plan? Doch. Es soll was total abgefahren Freakiges werden. So ein richtig abgedrehtes Brautkleid. Die ganze Hochzeit wird so. Ich meine, ich heirate nur einmal, weißt du? Hm. Okay. Aber beschwer dich später nicht. Ich hätte dich nicht gewarnt, ja. Entschuldigung, ich weiß, dass das unhöflich ist, bei Mahlzeit zu stören. Aber Olga, Frau Wiberska, ja, Sie stören doch nicht. Im Gegenteil. Aber Mahlzeit konnte man das nicht richtig nennen. Das Grünzeug ist natürlich vitaminreich, aber davon wird ein richtiger Mann nie satt. Ach, das ist doch nur so eine
So ein kleiner Imbiss zwischendurch. Klein zwischendurch? Ist alles ungesund. Ich bin nun mal alleinstehend. Quatsch, ich bin auch alleinstehend. Aber ich koche für mich mit Liebe. Davon können Sie sich heute Abend überzeugen. Ja, überlassen Sie mir das Kochen und ich bereite Ihnen einen Samsa zu. Samsa? Das klingt wie ein Gedicht. Ist aber ein Gericht. Und zwar sehr deftiges. Mit Rindfleisch gefüllte Blätterteigtaschen. Mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Aber Samsa ist etwas ganz Spezielles. Sie mögen doch Koriander, oder? Ich liebe Koriander. Ach gut. Gut. Sorry, ich muss den Putzjob leider wieder canceln. Ich habe nur 5 in Mathe. Willst du, Lisa, das restliche Geld doch nicht zurückzahlen? Doch. Doch, ich verkaufe einfach ein paar Sachen von mir. Zum Beispiel meine Uhr, damit sie halt sehen, dass ich es wirklich ernst meine. Dann schichten Sie dir jetzt endlich mal einen Spaß. Du, ich muss Schluss machen. Dafür bin ich nicht auch sehr dankbar. Hätte ich mal Kilo? Ja, warum nicht? Hallo. Hey, Tim. Hallo, Tim. Kann ich kurz mit euch reden? Ach so, ja, wegen dem Putzjob. Frank, Ich habe über das Geld nachgedacht, das ich dir schulde. Ich habe schon ein bisschen was aufgetrieben. Ja, 700 Euro. Mehr als die Hälfte. Wo hast du jetzt plötzlich so viel Geld her? Das würde mich jetzt auch interessieren. Ja, ich habe ein paar Sachen von mir verkauft. Ein paar PC-Spiele, meine neue Uhr. Die dir Annalena geschenkt hat? Habe ich doch gar nicht verdient. Ich habe nämlich noch was verbockt. Ich habe eine 5 in Mathe. Na, tolle Wurst. Aber auch kein Weltuntergang. Allerdings heißt das ab jetzt pauken, pauken, pauken. Ja, den Job bei Dino habe ich auch schon abgesagt. Und was ist mit deiner Arbeit im Krankenhaus? Ich weiß nicht. Na okay, das kannst du ja auch in den großen Ferien noch machen. Schule geht vor. Das mit dem Krankenhaus, das lässt jetzt erstmal. Beides. Mit nur noch der Schmuck. Oh ja, die Familienjuwelen. Da kannst du lange wühlen. Wozu hast du eine Schwester, die bei einer Schmuckdesignerin lernt? Das hast du nicht für mich gemacht. Siehst du hier noch eine andere Braut, oder? Oh. Komm, ich mach's dir um. Umdrehen. Hey, gut, ich habe alles erledigt. Wow. Ja, ich habe das Kleid von deiner Mutter auch nochmal angehabt, aber das war einfach nicht mein Ding. Mama wird schon irgendwie verstehen. Außerdem siehst du wunderschön aus. Du siehst echt sexy aus. Tja, das ist auch der Plan. Hm. Hast du die Leute schon alle eingeladen? Ja, morgen 11 Uhr Trauung im Standesamt und danach Essen auf feinem Delis. Ich hatte jetzt nicht so eine Lust, in der Behörde zu heiraten. Und das Dailies, bitte, das sehe ich jeden Tag. Aber wir wollten doch... Ich habe gerade eine viel bessere Idee. Vertrau mir! Frank, vielleicht hätte ich das Geld doch nicht annehmen sollen. Nee, das war schon ganz richtig. Tim hat wirklich allen Grund, bei dir wieder was gut zu machen. Ja, aber er hängt doch an der Uhr seiner Mutter. Ein Zeichen, dass es ihm ernst ist. Obwohl ich mich frage, an wer das Ding so schnell verdickern konnte. Sie muss auf jeden Fall einiges wert sein. Computerspiele kosten nicht die Welt. Weiß der Himmel, wie viel Taschengeld seine Freunde kriegen. An die hat er die Sachen doch wahrscheinlich verkauft. Das Thema würde ich an deiner Stelle nicht mehr anschneiden. Tim denkt sowieso, er bekommt viel zu wenig Taschengeld.
Hauptsache, er macht nie wieder lange Finger oder versucht sein Glück bei Internetspielen. Ich glaube, er hat seinen Fehler eingesehen. Deine Schwester ist eben ein bisschen durchgeknallt. Bis später, Charlie. Hey, Nettie. Ah, hallo. Hallo, Nettie. Und, wie läuft's mit Tim? Er war ganz schön durcheinander, als er wieder zu euch abgerauscht ist. Gott sei Dank wieder alles im Lot. Danke, dass du ihn bei dir aufgenommen hast. Er bemüht sich, alles wieder gut zu machen. Freut mich für euch drei. Ah, Nettie, sag bitte ganz liebe Grüße an Ruth und Tarek. Ich kann nicht zur Hochzeit kommen, ich habe leider Dienst. Ich bin natürlich dabei. Gut, ich gebe dir noch Bescheid, wo die beiden heiraten. Wieso? Tarek hat doch am Telefon gesagt, 11 Uhr, Standesamt Köln-Süd. Es gibt eine Planänderung. Lass dich überraschen. Alles okay? Ich dachte, du kommst erst heute Abend. Bin halt ein bisschen früher dran. Ich hab dir auf dem Zettel noch ein paar Sachen geschrieben. Schau mal, ob du die auch besorgen kannst. Das kannst du knicken. Wie jetzt? Ja, der Job im Krankenhaus ist gestorben. Mein Vater hat mich zum Pauken verdonnert. Ich habe eine 5 in Mathe. Willst du mich verarschen? Dann zieh noch mal Rezepte ab oder irgendwas. Ja, das ist zu riskant. Da fliege ich bei meinen Eltern auf. Außerdem, meine Stiefmutter, die schließt jetzt auch immer weg. Du kleiner Mistkerl. Willst du wirklich, dass ich dich bei den Bullen anscheiße? Mach doch. Dann erzähle ich denen aber auch, dass ich das Zeug an dich vertickt habe. Pillen für ein paar hundert Euro, die kannst du dir nicht alleine reinpfeifen. Dann bist du auch für Dealerei dran. Ich sehe schon, mit solchen Idioten kann man keine Geschäfte machen. Wenn deine Frau dich braucht, dann heißt das, du bedeutest hier was. Das wäre schön, aber Olga sucht nun mal leider keinen Mann. Was Frauen sagen und wollen, das sind zwei Paar Strümpfe und Schuhe. Außerdem muss sie gar nicht auf der Suche sein. Was willst du damit sagen? Du hast doch für sie gekocht. Mit deiner Hilfe? Ja, aber jedenfalls hast du ihr bewiesen, dass sie dir was bedeutet. Und jetzt kocht sie für dich dieses Samsa-Lasagne. Samsa? Auch gut. Und zu diesem romantischen Essen fällt nur noch... Warte. Schöne Flasche Wein. Yeah. Was soll das heißen? Soll ich sie zum Dessert vernaschen? No, piano, piano. Als Dessert mache ich dir Tiramisu. Und danach, Toast. Danach. Okay. Olga hat sowieso schon eine schlechte Meinung von deutschen Männern, wozu ich nicht unwesentlich beigetragen habe. Unsinn, du hast Olgas Eltern sofort geholfen, als sie ausabgebrannt ist. Und dieses Missverständnis, dass sie eine Prostituierte ist, ist doch Regen von gestern. Ich will Olga beweisen, wie sehr ich sie respektiere. Wie dieser Don Juan. Don Juan? Und die Kakteenblüte. Kenn ich nicht. Absolut sinnvoll. Dieser Mann erobert seine Liebe mit kleinen Schritten. Das entschuldigt. Zunächst ist er völlig überfordert. Und diese Frau ist nämlich eine arme Mexikanerin. Tosse, und ich bin sicher, beide haben völlig unterschiedliche Vorstellungen. Tosse, ich bin sicher, du hast dir genau den richtigen Film angeschaut. Aber du siehst, was hier los ist. Ich muss leider rein. Du schaffst es. Ja. Und vielen Dank für den Tropfen. Die Karawane der Killerkamele. Frank Lee. Also Blut sehe ich im OP noch. Mir wäre eher nach Comedy oder so. Don Juan und die Kakteenblüte kann ich auch empfehlen. Ist der denn lustig, der Don Dingelskirchen? Nein, das ist ein herzergreifendes Liebesdrama. Also auch nicht wirklich lustig. Und dafür äußerst lehrreich. Dieser Mann lernt, dass man eine Frau nicht unbedingt im Sturm erobert. Also wie im Leben, Thorsten, ne? Er hat auch einen Rivalen. Der ist äußerst aufdringlich und nähert sich der Frau auf ganz plumpe Art und Weise. Was keiner Frau gefällt. Eben. Gut, den können wir uns sparen. Sind die für eine gewisse Dame aus dem fernen Kasachstan? Olga wartet mit Samsa auf mich. Hat die jetzt einen Hund? Nein, das ist eine kasachische Spezialität mit Koriander. Das Kraut kriegst du runter? Ehrlich gesagt, ich hab's noch nie gegessen. Und dann guten Appetit.
Was ist denn bitte daran auszusetzen? Ja. Koriander schmeckt sehr intensiv. Nach Seife. Ach. Ich kriege immer Sodbrennen davon. Aber da musst du jetzt durch. Das bisschen Koriander schaffen Olga und ich auch noch. Also, viel Spaß im Kino. Tschö. Das ist eine geile Location für eine Party, oder? Hat was. Ja. Eine Art illegale Party mit Lagerhallenromantik. Naja, du warst ja auch illegal, als du dich hier versteckt hast. Und hier haben wir es das erste Mal gesehen. Teddy hat uns zusammengebracht eigentlich. Er hätte unser Trauzeuge werden müssen. Schade, dass er nicht da ist. Und auch blöd, dass deine Familie nicht kommen konnte. Ist vielleicht besser so. Dir gefällt es hier nicht. Unter einer Bedingung. Wir machen später ein Foto von dir. Das brave Schwiegertochter in Mamas Hochzeitskleid. Oh Gott. Okay? Okay. Da muss noch eine Putzkolonne durch. Das? Das mache ich mit links. Dann kümmere ich mich um den Dekokram. Ich werde mal bei Tanja und Stefan und Willen Mann nachfragen. Vielleicht ist noch was übrig vom letzten Fest. Seid ihr sicher, dass ihr die Standesbeamtin hierher bekommt? Die ist bestimmt froh, wenn sie aus ihrem Büro rauskommt. Wir müssen Raul noch Bescheid geben, damit wir das Essen und die Getränke im Dailies abholen können. Wir können das Buffet auch canceln. Dann bringt jeder was mit und wir machen eine Bottle-Party. Ist ja geil. Nee, Ruth, irgendwo ist auch Schluss. Ich verstehe, dass du eine Party nach deinem Geschmack feiern möchtest, aber es ist auch meine Hochzeit. Na gut. Dann bringt jeder gute Stimmung mit. Genau. Es wird eine super Party. Die schrägste Hochzeit, die der Marienhof je gesehen hat. Bei der Braut wird dir bestimmt. Kannst du es dir mal überlegen, Tarek? Muss ich nicht. Ich weiß, woran ich bin. Und deswegen liebe ich sie auch. Kommen Sie bitte herein. Ja, danke. Eine kleine Aufmerksamkeit. Ach, das wäre nicht nötig gewesen. Doch, doch. So viel Mühe, wie Sie sich gegeben haben. Samsa ist eine von meinen leichtesten Übungen. Bitte schön, setzen Sie sich. So. Das Rinderfleisch gab es heute im Sonderangebot, den Koriander leider nicht. Benötigen Sie denn viel davon? Unmengen, darf ich. Dann scheint es Ihnen ja gut zu bekommen. Oh, ich kann nie genug davon kriegen. Warum? Rein Interesse halber. Haben Sie noch was von Ihrer Familie gehört? Ich habe Sie gerade jetzt angerufen. Ach, ist das Handy etwa schon angekommen? Ach, wo denken Sie denn hin? Die Post in Kasachstan arbeitet im Schneckentempo. Ich habe meinen Vater über die Freunde erreicht. Essen Sie bitte. Köstlich, ganz köstlich. Haben Sie was anderes erwartet? Ach, natürlich nicht. Dekomäßig noch irgendwelche Wünsche? Ja, kein kitschiges Blumengedöns. Okay, versprochen. Schaffst du das wirklich alleine? Ja. Aber morgen bei der Frisur kann ich deine Hilfe gebrauchen. Kriegst du. Bin ja Profi. Geil. Okay, ich sorge jetzt für die Musik, ne? Wir zwei müssen uns noch um was kümmern. Mhm. Ums Essen und die Getränke aus dem Dailies. Ja. Cool. Geh dann noch ab. Später. Tschüss. Tschüss. Die hervorragende Kirche. Dankeschön. Es freut mich, dass es Ihnen geschmeckt hat. Koriander ist schließlich nicht jedermanns Sache. Das ist mir völlig unverständlich. Was? Geht's Ihnen nicht gut? Ich weiß auch nicht, was plötzlich mit mir los ist. Es kann auch eine Allergie gegen Koriander sein. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Kann ich etwas für Sie tun? Olga, Sie sind atemberaubend. Dürfte ich Sie bitte küssen? Was ist los? Bitte, Olga,
Das ist ihre plumpe Masche. Zuerst einen Ritt in der Not spielen und dann eine Gegenleistung erwarten. Wenn ich Ihnen zu nahe getreten bin, dann... Nochmal zum Mitschreiben. Man kann mich nicht kaufen. Und jetzt gehen Sie bitte. Ich dachte, ihr wolltet nach dem Essen im Wilden Mann noch ins Kino gehen. Wir waren auch schon an der Kasse, als Franks Handy geklingelt hat. Oh nein, lass mich raten. Ein Notfall. Wasserrohrbruch in der Schule. Heißt das, Tim hat morgen schulfrei? Das wird Frank zu verhindern wissen. Mäuschen, ich habe so ein spannendes Buch. Ich gehe noch ein bisschen lesen, ja? Mach, mach. Gute Nacht. Gute Nacht. Kannst du mir das erklären? Wenn du die Uhr noch hast, woher ist dann das Geld? Wow, du hast Ringe geholt. Mhm. Cool, die sehen teuer aus. Ich habe noch eine Überraschung für sie. Was? Ein Feuerwerk. Wenn ich hier schon Ketten anlege, dann will ich auch, dass sie wirklich glücklich ist. Hey, wo kommst du denn her? Den Weg in die Freiheit nicht mehr gefunden. Was auch immer Sie vorhaben, die Provinzial begleitet sie ihr ganzes Leben. Zuverlässig wie ein Schutzengel. Das ist die Provinzial. Immer da, immer nah. Provinzial. Geben Sie sich doch einen Ruck. Was ist denn mit dir los? Und was soll ich ihr denn sagen? Was sagt Frank denn dazu? Wie sagt man so schön? Ich liebe sie. Du denkst, es geht dir genauso? Unmöglich. Nur die Männer sind komisch. Das ist verrückt. Dann wollen wir das mal auf sich beruhen lassen. Wir werden sehen. Tut mir leid, ich hätte mich gar nicht einmischen sollen. Weil ich mich in dich verliebt habe.